Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute ein kleines Osterkörbchen und zwar mit einer Stanze, die ich sonst wahrscheinlich sehr selten verwenden würde. Und zwar ist es diese Rautenstanze, die ich dir in meinem letzten Haul gesehen habe. Klar, ich kann das Ganze auch auf ein Kartenrolling packen und so, aber ansonsten habe ich dafür halt irgendwie keine Verwendung. Aber man hat es gekauft, weil es günstig war. Und man ist froh, dass man es hat. Weil wenn man es irgendwann mal braucht, dann hat man es halt, ne? Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, was könnte man denn damit machen? Und ich habe diese Stanze verwendet, um eine kleine Box zu basteln. Und die zeige ich euch jetzt. Es ist dieses kleine Scheißerle hier. Wie ihr seht, eine Hexagon-Box mit einem kleinen Henkelchen. Und das ist halt mein Osterkörbchen. Ja, das Ganze habe ich verziert mit Stempelchen von My Favorite Things und Kreativdepot. Und ja, dann passen hier so ein paar Ostereier rein oder irgendwas anderes Kleines. Und an der Seite habe ich das Ganze, dieses Henkelchen, habe ich mit diesen Brads verschlossen, damit man die auch so beiseite, damit man das so beiseite schieben kann. Weil ich finde immer, ja, das ist immer ein bisschen, wenn es zu klein geraten wäre, dann hätte man die Dinger nicht mehr rausgekriegt, geschweige denn rein. Und so ist man auf der sicheren Seite und es sieht halt irgendwie auch süß aus. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon, und zwar erstmal mit den Materialien. Wir benötigen zuallererst hier so ein Sechseck. Ist das ein Sechseck? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist ein Sechseck. Also ein Hexagon. Und ich habe das kreiert mit dieser Stanze hier. Die ist von Craft Emotions. Die hatte ich mir gekauft. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Kreativ Bunt. Und ich hatte das auch in meinem Haul gezeigt. Das ist die Basis für meine Box. Wer jetzt nicht so eine Stanze hat, der kann sich das Sechseck auch, weiß ich nicht, selber aufzeichnen und so. Wichtig dabei ist nur, dass ihr bedenkt, in Bezug auf die anderen Maßangaben, dass eine Seite bei mir 3,6 cm beträgt. So, das im Hinterkopf. Brauchen wir ein weiteres Stück Cardstock. Ich habe es jetzt in der gleichen Farbe gewählt und das misst 22,6 x 7 cm. Dann habe ich mir ein kleines bisschen Designpapier zurechtgeschnitten, krumm und schief, weil ich habe meine Fiskars genommen und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es halt gemacht und es ist etwas schief. Und wir brauchen natürlich auch ein Henkelchen und das Ding hier misst 14 x 2,5 cm. Die Länge, die könnt ihr variieren, wenn euch das zu kurz ist, dann macht das halt einfach ein bisschen länger oder ihr nehmt einen Rest und wenn der ein bisschen kleiner ist, dann ist er halt ein bisschen kleiner. Das ist nicht weiter wild, denn ich verwende heute hier diese Brads. Das sind so kleine Klemmerle. Und die befestige ich später so an der Box, dass ich den Henkel so oder so ein bisschen verschieben kann, weil mir das Ganze sonst kriegt man den Prüll da nicht mehr raus. Ne? Da kannst du Ostereier drin verstecken, aber die kommen halt nie wieder raus, es sei denn, du zerschneidest das. Und das wollte ich umgehen. Also das brauchen wir auch. Ansonsten ein bisschen Schere, ein bisschen Kleber. Boah, mein Deutsch, Leute. Heute ist definitiv nicht mein Tag. Egal. Also, wir starten und zwar mit der Falzerei. Ich nehme mir hierfür meine Fiskars Schneidemaschine zur Hand und dieses etwas längliche Teil hier. Und ich starte auf der langen Seite und ich brauche ein Falzbein. Wo haben wir es denn? Ah, guck mal, hier haben wir es doch. So, und ich starte auf der langen Seite. Unsere erste Falz setzen wir bei 3,6 cm. Ich muss hier, das dauert bei mir ein bisschen länger, weil ich halt gucken muss, dass das auch gerade ist. Ihr wisst das ja hier mit der Fiskars Schneidemaschine. Aber mit Inch-Angaben habe ich das jetzt halt auch einfach nicht hinbekommen. Die zweite Falz setzen wir bei 7,2 cm. Dann geht es weiter bei 10,8. 14,4. Ja. Hund ist jetzt auch wach. Emilio still. Bei 18 cm und zu guter Letzt bei 21,6. Das ist hier hinten. Und dann bleibt hier hinten so ein kleiner Zwuckel übrig. Jetzt drehe ich das Ganze und falze an der einen Seite bei einem Zentimeter. Hier wird es jetzt besonders knifflig. Da verrutscht es mir nämlich auch gerne mal. Aber ich habe es geschafft. Juti, das war es auch schon mit der Falzerei. Ich knicke mir jetzt hier die Falzlinien einmal richtig schön um. Drücke das auch ordentlich platt. Als nächstes nehme ich mir eine Schere zur Hand. Und ich starte jetzt hier vorne bei diesem kleinen Quadrat. Und das schneide ich jetzt raus, aber nicht einfach so akkurat, sondern ich schneide links und rechts entlang von den Falzlinien bis zu dem Punkt, wo die sich treffen. Und jetzt schneide ich hier eigentlich in dem unteren Bereich, das sind nämlich unsere Klebelaschen, immer die kleinen Falzlinien raus. Und zwar so, dass das aussieht wie ein kleines Dreieck.
Also ich schneide immer links und rechts entlang der Falzlinie bis zu dem Punkt, wo die lange Falzlinie beginnt. Ich sag ja, Wortfindungsstörung heute, Leute. Das Ganze wölbt sich jetzt nach oben und ich bringe auf der unteren Seite hier doppelseitiges Klebeband an. Es sollte schon ein gutes Klebeband sein, damit euch das hier nicht wieder flöten geht. Ne? Das wäre natürlich nicht so schön. Das überlappt bei mir jetzt auch ein bisschen, aber die Seiten, die klappe ich gleich einfach ein. Das ist nicht weiter wild. Hier an diesem Seitenelement mache ich das Gleiche auch nochmal. Einmal so. So sieht das Ganze jetzt aus. Bevor ich loslege und das Ganze zu einer Box verbinde, nehme ich mir meine kleinen Designpapiere, die viel zu klein sind. Was ist das denn? Was habe ich denn hier gemacht? Boah, ich kriege die Krise, Leute, ich sag's ja. Ja, also die viel zu klein sind. Was habe ich denn da geschnitten, bitte? Ja, läuft bei mir, weil ich habe nämlich anstatt... Das ist mein Probeexemplar. Und ich habe anstatt 3,2 habe ich mir 2,3 aufgeschrieben. Ja, deswegen passt das auch alles nicht. Ja, ich schneide mir das nochmal eben zurecht und dann klebe ich das hier schon mal drauf, weil da müsst ihr ja nicht dabei sein. Ich hoffe, das hier passt noch. Jo, das passt. Alles klärchen, ich schneide es zurecht. Beauty, ich musste jetzt ein bisschen improvisieren. Also ich habe jetzt zwei unterschiedliche Farben, aber ich denke, das macht jetzt hier weiterhin auch nicht viel aus. Also ich mache das jetzt einfach, klebe ich das im Wechsel hier so drauf. In der richtigen Größe. Was ich vorab wohl noch mache, ist die Ränder schwarz umranden und dann klebe ich das Ganze mit Flüssigkleber fest. Wenn ihr damit fertig seid, sollte das Ganze so aussehen. Also jetzt nicht zwingend wie eine Retro-Tischdecke, aber beklebt mit Designpapier. Und was wir jetzt machen, ist hier unten die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband einmal abziehen. Und alles, was übersteht, sofern ihr das jetzt so schludrig gemacht habt wie ich, das klappen wir einfach in die Mitte um. Also ihr seht, ich habe hier so ein bisschen Kleber. Den klappe ich jetzt einfach so ein bisschen nach innen. Und dann können wir starten und das Ganze auf dieses Ding hier kleben. Ich starte immer mit der Seite hier vorne, wo ich nochmal diese Klebelasche dran habe. Und ich klappe mir das jetzt hier, die Klebelaschen, so ein bisschen nach innen. Und ich starte hier an der ersten Linie und klebe diese Linie akkurat auf diese Klebelasche. So dass hier eigentlich, ja, das Ganze so da drauf liegt. Wisst ihr, was ich meine? So, dann drücke ich hier ordentlich feste. Dann klappe ich mir das nächste ein. Drücke das mit dem Fingernagel so ein kleines bisschen nach oben, dass das nicht sofort im Papier hängen, also am Papier hängen bleibt, sondern dass ich noch ein bisschen Platz habe, das Ganze zu justieren. Und auch hier klebe ich das Kante auf Kante bis zur nächsten Ecke. Ja, und das mache ich jetzt so lange, bis ich das Ganze einmal rundherum festgeklebt habe. So. Hier geht es weiter. Immer mal wieder auch von innen dagegen drücken, damit sich der Kleber auch gut mit dem Papier verbindet. Und das Letzte, das schiebe ich jetzt hier vorne einmal rein und drücke auch das fest. Das muss man definitiv von innen mal kurz festdrücken. Und jetzt klappe ich hier von innen diese Klebelasche um. Mit etwas Spitzem zuppel ich mir jetzt hier diese die Klebelasche, das Schutzfolienzeug ab. Und jetzt verbinde ich einfach diese beiden Seitenwände. Auch so, dass hier oben alles Kante auf Kante liegt. Und dann habt ihr so ein kleines Becherle. Ja, ist das geil oder was, ey? Das ist eigentlich super schnell gemacht. Vorausgesetzt, man schneidet das Designpapier richtig und muss es nicht fünfmal hintereinander nochmal neu schneiden. Was wir jetzt machen, ist uns dieses kleine Ding hier zur Hand nehmen. Das, was war das? 14 mal, keine Ahnung, 2,5 oder was? Genau, 14 mal 2,5. Ich runde mir jetzt die Ecken ein bisschen ab. Dafür nehme ich hier diesen Eckenabrunder, damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht später. Die sieht man von innen ein kleines bisschen. Ich finde es halt einfach schöner, das ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Dann nehme ich mir ein Falzbein und ich fahre jetzt hier einmal so über das Papier, dass sich das schon ein bisschen wölbt. Seht ihr? Also quasi wie wenn wir Geschenkband zu so einem Löckchen machen wollen, was meistens nicht klappt, wenn man die falsche Seite der Schere verwendet. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Naja, es ist definitiv einfacher, wenn man das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen vorgebogen hat. Jetzt nehme ich mir ein Locher, loche mir hier unten an der Seite in die Mitte und ein bisschen weiter weg vom Rand ein Loch rein.
Also da gibt es jetzt keine Maßangabe, sondern einfach so, dass das hier nicht ausfranselt. Also wenn ihr das jetzt direkt hier unten an den Rand machen würdet, irgendwann würde euch das reißen. Also so 4 mm höher als der Rand und ungefähr mittig. Das gleiche wiederhole ich jetzt hier auf dieser Seite. Jetzt drehe ich meine Box und ich lege das hier mal so rein, denn ich möchte, dass das hier festgemacht wird. Und jetzt mache ich mir auch hier so eine kleine, ja, wenn der Stift dann auch mal schreiben würde, also mache ich mir hier eine kleine Markierung hin, einmal so, auf der gegenüberliegenden Seite ungefähr gleich. Das ist jetzt so eine Sache mit ungefähr gleich, ne, aber ihr könnt zum Beispiel hier bei dem Ding das Ganze einstellen. Wenn ich jetzt hier ein Loch mache, sagen wir so an der Stelle, kann ich mir das mit dem Pinöppel einstellen und dann kann ich an der anderen Seite das Loch in genau der gleichen Höhe machen. Das ist immer sehr praktisch. Einmal. Und auf der gegenüberliegenden Seite noch einmal. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe einmal hier ein Loch und einmal da ein Loch. Wenn, ihr könnt das natürlich auch von außen anzeichnen, ne? Und dann einfach mit einem Locher da durchpanschen. Aber wenn man das Ding hier hat, dann geht es ein bisschen schneller. Nehme ich mir zwei von diesen kleinen Brads. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die her habe. Ich weiß nur, ich habe die in Holland mal in irgendeinem Laden gekauft für 50 Cent. Und die liegen hier immer noch rum. Jo, jetzt lege ich... Jetzt nehme ich mir das Ding hier wieder und lege das hier auf der einen Seite von innen über das Loch und drücke von außen den Brad hier rein. So. Und dann mache ich den an der anderen Seite auf und dann bleibt das beweglich. So, hier mache ich genau das Gleiche. Ihr könnt das auch mit, wenn ihr so kleine Klemmerle nicht habt, könnt ihr das natürlich auch mit Geschenkband machen oder so. Das sieht bestimmt auch richtig süß aus, wenn man da kleine Schleifen bindet. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt halt auch mal verwenden. So, und jetzt habt ihr hier so ein kleines Hängerle. Und das könnt ihr halt so ein bisschen von links nach rechts schieben. Wisst ihr, dass er hier auch reinkommt. Ich denke, ich mache das nochmal raus, weil das gefällt mir so nämlich nicht. Ich finde, das ist ein bisschen breit. Gut, das ist natürlich jetzt auch Geschmackssache, ne? Wie gesagt, ihr könnt dafür auch Reste verwenden oder so. Ich persönlich finde es jetzt einfach ein bisschen breit. Deswegen nehme ich mir mal den Bordürenstanzer und hoffe, dass ich jetzt hier, dass der nicht so weit reingeht. Naja, wir testen das jetzt mal. Doch, der geht so weit rein. Oh nee, das passt. Gerade so am Loch vorbei. Geilo. Ja, das passt perfekt. Es ist zwar jetzt ein bisschen sehr dünn. Und sowas macht man auch eigentlich, bevor man das Loch gepanscht hat. Aber, jo, was soll ich sagen, ne? So finde ich es irgendwie süßer. Mensch, das gefällt mir jetzt. So, und das Gleiche nochmal von vorne. Je fester ihr diese Klemmerchen aufdrückt, desto stabiler sind die. Also wenn man die nur so larifari aufdrückt, dann schwabbelt euch das Henkele von links nach rechts. Aber wenn man hier einmal so kräftig draufdrückt, dann bleibt das auf jeden Fall so. Ja, das sieht doch lustig aus. Das wollte ich sehen. So, dann hat man hier so ein kleines Körbchen. Ja, geilo. So, und was ich jetzt noch mache, ist das Ganze ein bisschen dekorieren. Ich bereite ein bisschen was vor und dann zeige ich euch, wie ich das mache. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich mir diese kleine Hügellandschaft ausgestanzt. Das ist eine Stanze vom Action. Die ist wohl auch schon ein bisschen älter. Die hatte ich mal mitgenommen, weil probieren geht über studieren. Und ja, ich finde die ganz schön. Für einen Euro und ein paar zerquetschte kann man da ja nichts falsch machen. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob sie noch gibt. Dann habe ich diese kleinen Häschen hier von My Favorite Things. Some Bunny heißt das Ganze. Ich habe mir einen ausgeschnitten und ausgemalt, der hier unten einmal gleich sitzen wird. Und dann habe ich mir noch drei kleine halbe Häschen ausgestanzt. Die möchte ich hier oben so drapieren, dass die aus der kleinen Box hier gucken. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mache. Und zu guter Letzt habe ich noch hier dieses Frohe Ostern. Das ist aus dem Stempelset von hier Kreativdepot. Also Creative Depot, ne, spricht man es ja wahrscheinlich aus. Das heißt Boho Ostern. Das ist aber auch vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob es das dieses Jahr noch gibt. Wenn es das geben sollte, werde ich euch das alles in der Infobox verlinken. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich gucke nachher mal. So, was ich jetzt mache, ist diese kleine Hügellandschaft hier einmal rundherum kleben. Deswegen habe ich mir, weil die ein bisschen kurz ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir zwei davon
stanzt und werde das hier einmal so umkleben und dann mal gucken, wo ich es abschneide. Ich weiß noch nicht genau. Und dann werde ich, wie gesagt, den Kleinen hier vorne draufsetzen, irgendwie das frohe Ostern drapieren und dann sehe ich mal zu, dass das hier einigermaßen anschaulich aussieht. Ja, und dann zeige ich euch das gleich. Jo, ihr Lieben, wie ihr seht, ist meine kleine Box fertig. Das Ganze sieht rundherum einmal so aus. Ich habe hier so einen kleinen einsamen Grashalm. Ich habe hier oben noch die drei kleinen Häschen hinter die Box geklebt. Klar, wenn man jetzt so drauf guckt, sieht man das, aber man soll sich das Ding ja auch von vorne angucken. Ich fand das ganz süß. Und hier unten dann nochmal den und an die Seite habe ich dieses frohe Ostern geklebt. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzuhübschen, kamen Glitzersteine zum Einsatz. Ja, und das war's auch schon. Die ganzen Maßangaben und die verwendeten Produkte verlinke ich euch unten in der Infobox für alle, die es interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, macht es gut, schwingt den Hut. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und tschüss!